Das hier könnte sehr, sehr geil schmecken. Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Los Angeles. Ladies and Gentlemen, wir sind auf jeden Fall in L.A. Nice. Schaut euch diesen wunderschönen Sonnenuntergang an, den wir genießen dürfen hier bei unserem Bruder zu Hause, der im 400. Stock wohnt. Ich weiß nicht mal, wie hoch wir hier sind. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Stadt, ein bisschen Shopping, schauen, was man so kriegen kann in Los Angeles. Freut euch auf diesen Vlog und genießt die Show mit Lucas und Randy. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in Beverly Hills, wenn mich nicht alles täuscht. Ist es oder ist es nicht? Sunset? Thanks, Bro. Also, wir sind Sunset auf jeden Fall. Und wir schauen jetzt zu Kith. So komisch oldschool, gell? Ich check das einfach nicht. Wir haben alles so neu hier und dann so ein Schwachsinn. Eine Sache kann ich euch auch als Tipp geben, wenn ihr in so einem Kith-Store seid, holt euch auf jeden Fall mal so eine Eiscreme. Wir haben das gemacht, die ist krank lecker. Genau dort. Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen im Kith Store. Schaut euch mal das an. Eine riesen Auswahl an Schuhen. Ich mag den Laden. Und eigentlich so ein paar Pieces, die sind halt sehr, sehr krank teuer, aber es gibt auch Pieces, die affordable sind für everybody. 11 and a half? What is 11 and a half? Hast du den Bild, hast du das Bild auch Timmy geschickt? Ja. Yeah. Ah, because I sent a picture to a friend and maybe he put it in a bag. Did he put it in a bag for you? Real nice. I'm not sure. Also, Ladies and Gentlemen, ich hatte auf jeden Fall vor, diesen Schuh zu bestellen. Ich weiß noch nicht. Ja. No recording inside. Alright, cool. Guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen auf einen weiteren regnerischen Tag in L.A. Dreimal dürft ihr raten, was wir gestern bei den Jungs beim Chicken Essen vergessen haben. Schuss mich so. Nur so! Ah, ich hätte das ja an deinen Meinung oder noch nicht. Wir haben auf jeden Fall unsere Reisepässe hier vergessen. Es wäre unpraktisch gewesen. Glück habe ich die vergessen. Wir haben da auf dem Tisch gesehen, nach was sind das? Und da waren die Pässe drin. Eine Ewigkeit. Das ist noch ein Pulli von mir, den ich sehr gefeiert habe, aber den habe ich zweimal. Hier und hier haben wir noch zwei Jacken für diesen Herrn. Come on. Christmas. By my Uncle Randy. Dem steht einfach alles. Er kann alles tragen. Er war zu groß, zu klein. Alles steht ihm. An alle Frauen. Ich komme mich in auf Instagram. Ist un. Verlinkt. Perfekt. Oh, hey, bro, you were making it so difficult. Yeah. You know what you said? It's unverlinkt. What does that mean? My Instagram is down there, you can hit me up. Oh, let's go. Oh, hit the link. Hit the link, yeah. Okay. See, the language is so tough. Like, it just sounds like one word, the whole yeah, thing. Yeah, because I spoke fast, bro. I know, you gotta speak slowly. For me. So, guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg. Herzlich willkommen vor Barney Beanery. Wir wollten eigentlich zu Hooters gehen, aber es ist nichts geworden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es war einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen schauen wir jetzt mal, wie das hier ist. Ladies and Gentlemen, ganz kurze Zwischenmeldung. Wir gehen wahrscheinlich nicht ins Barney's, weil wir haben unseren kleinen Nephew hier hinten. Sucks, man. Ja, it is what it is. Und die kontrollieren ID. Versuch Nummer zwei, Ladies and Gentlemen. Ich pack mein Leben nicht. Ist ja wirklich katastrophal. Es wird aber jetzt sehr, sehr wild. Korean Barbecue ähnlich. Schauen wir mal rein. Garre! Four people. Junge. Das ist ja mal ein wild place, oder? Garre! Hallo. Hi. Gaum! Sieht aus wie ein Dings. Freizeitheim von früher. Alles vollgemalt und so. Freizeitheim? Hättest du kein Freizeitheim, Bruder? Jugendheim. Jugendheim, oder was? Wir waren gefühlt nochmal in Mexiko gerade. Alter, das ist Dings, Militärport. Ja, Bruder, es kommt jetzt alles in so Boxen. Echt jetzt? Tanks, ja. Auf jeden Fall will ich ein Bier. Terra. $14. Bruder, das ist ein expensive place, oder? Für ein Bier $14? Ja, aber ich glaube, das ist diese große Flasche, oder? Ich hoffe es. Ich glaube, das ist diese große Flasche. Wenn nicht, Problem. Is it a big bottle? With glasses, right? Yeah. Right. Es gibt einfach viel zu viele Sachen hier. Pineapple skewer. How you doing? Order drinks? Yes. We did already. Are we ready for food? Okay. I want something spicy with chicken. Spicy chicken, then you can order spicy chicken skewer. That's okay, really, but I want it really spicy. Too spicy for me? Yes. Okay. Oh. Okay. Okay. Okay, I got it. Okay, I tried it. I want the steamed soft egg. Yeah. I want extra spicy, yeah. Okay. Extra. What about the Korean ramen? What is it?
it's also the ramen noodle and then soup. That's like kind of spicy soup. Also eins muss ich schon mal sagen, der Platz sieht crazy aus. Könnt ihr euch noch an dieses Piratenessen erinnern, was wir hatten in Tschechien? So, der sieht... Schau mal. Man, let's cook it. Hallo! Vous voyez, vous voyez, il y a tout un monde. Un gars, il y a. Kimchi lunchbox. Military things. Ich sag ehrlich, über sowas hätte man sich sicher gefreut beim Militär. Mach das nicht drauf, oder? Nicht drauf? Extrem knorpelige Angelegenheit. Richtig meins. Ich brauche noch mal ein anderes Stück hier. Es schmeckt gleich, aber es ist einfach knorpelig. Wir haben ein gutes Stück, habe ich schon Spaß schon. Schön rauchig auch. Aber süß. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn man den Tisch so vorstellt, der Tisch ist jetzt schon voll liebig. Einfach überall hier reingreifen. Weizitz. Potsticker. Let's taste it. Oh, hot. Hot? Yeah. Oh, sorry. One like your ex-girlfriend? Or even harder? Even harder. Reis, Kimchi und Pommes. Und ein bisschen Tisch. Ja, die Pommes sind aber krank. Habe ich noch nie so gegessen. Aber die kommen eh gleich wieder. Der Mann, der da hinten am Grillen ist, Ladies and Gentlemen, ist schnell. Es hat 4 Minuten gedauert, dieser Tisch. Lunchbox. Extra spicy. Let's go. Oh, twice extra or 3 extra? It's way as spicy as it's gonna go. Okay. Trust me, it's gonna be painful. Painful? Huh? Garam. We oil or something, we can dip the meat. Die haben gesagt, 4-mal spicy. Ja, ja, I order it. Also, ist scharf, aber verkraftbar. Es schockt nur, das ist so eine Schärfe, die so trocken kommt. Ich freu mich auch an. Boah, nee, Bruder, lass es. Muss morgen Trainingslager, Bruder. Ich sag dir ehrlich, lass es. Boah, ich hab keine Angst vor Fleisch, Digga. Doch keine Angst vor Fleisch. Sag ehrlich, ich schwitz jetzt. Jesus Maria, Digga. Oh mein Gott. Ja. Das ist scharf. Das ist scharf. Ich sag so, das bleibt auch noch bei mir. Es tut immer noch weh. Thank you. Das ist heavy. Pommes ist mein großer. Oh. Oh shit, Alter. Have a flight tomorrow, bro. Hier haben wir Steamed Egg. Das sieht aus wie dieser Chinese Kuchen. Ich glaube, es wird sehr, sehr satisfying. Wow. Boah, Junge. Ich glaube, es ist Körperverletzung. Du spürst es nicht in meinem Mund. Es ist einfach weg. Oh, heiß. Ich muss ehrlich sagen, dass das ganze Essen sehr, sehr geil ist, oder? Ist sich da jeder einig? Huh? Are you guys a YouTuber? Yes. Oh. He's a YouTuber. He is. What is your channel? Justin Bieber. Justin Bieber? For sure, no. I'm gonna Google him. I'm gonna find Justin Bieber? I'm Justin Bieber, yeah. Yeah, I don't think so. Your friends are laughing at you. No, they're for real. Yeah, you put me on the spot, man. Is it yours? Yeah, that's me. Zu Risiken und... Schau mal, genau das ist... Nachspeise. Hat's noch offen? Was ist das aber? Kein Bubble Tea. Garé. Schade. Dann weiß ich... Ah, wo sind wir gerade? In-N-Out Milchshake wäre auch dran. In-N-Out Milchshake? Wir sind eh noch bei Jake vorbei, schnell. Is there an In-N-Out close to your place? Ja. Yeah. Perfekt. So, guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen an unserem letzten Tag in L.A. Es wird sehr, sehr knapp mit Packen. Ich kann sein, dass ich 2 Paar Schuhe hier lassen muss. Ich habe euch doch gesagt, im ersten Vlog von der LA-Reise, habe ich euch doch gesagt, kauft euch teure Koffer und gute. Das habe ich euch ganz genau gesagt, Leute. Hört nicht auf mich. Garein!
I can't do this anymore. I have to buy me a remover. Remover, if you see this video, please sponsor me. Because your, was heißt Koffer auf Englisch? Was heißt Koffer auf Englisch? Koffer? Ja. Luggage. Your luggage is way too expensive to buy. So please, let's work together somehow. Ich will euch nicht zu viel versprechen. Ihr hättet fast ein Kochvideo bekommen. Fast. Es liegt nur an einer Sache, warum es nicht geklappt hat. Wir haben keine Martens gefunden in ganz L.A., das müsst ihr euch mal überlegen. Der gestrige Tag, mein Videodreh schief gegangen, Lukas sein Videodreh schief gegangen, kein Restaurant gefunden, in eine Bar nicht reingekommen wegen Jake, oder nicht wegen Jake, weil kontrolliert wurde, also crazy. Wir gehen das jetzt auf jeden Fall zurück. Wir waren auf jeden Fall hier und haben echt schon Pfanne, alles besorgt. Fleisch, Zwiebeln, Gewürze, Pfanne, Sachen zum Smashen, Spachtel, alles. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in der Westfield Mall. Ich weiß nicht, ob die Westfield heißt. Das ist gerade noch, was ich vom Eingang in meinem Kopf habe. Wir suchen jetzt auf jeden Fall Popeyes. Das wird unser letztes Abendmahl hier. Nein, Essen muss oben sein, da hinten, oder? Garam, schaut mal, was hier alles gibt. Morgengrill, Panda Express, Massis. Kein Mensch weiß, was Massis ist. Was? Ich muss Risch pissen. Dann such dir Risch mal eine Toilette. Hier gibt's einfach Shake, Shake, Shake your ass, Baby. Haben wir einfach gar nicht hier gegessen. Bin auch ehrlich, könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren so. Das letzte Mal habe ich in London Shake, Shake gegessen. Bin nicht mehr der größte Fan. Bin nicht mehr der größte Fan. Es ist einfach so. Sorry. Ich bin schon noch großer Fan, aber es ist irgendwie langweilig geworden, so, oder? Ja. Also irgendwie. Mich kickt's nicht mehr so irgendwie. Ja. Geil. Ja, Shake Shack tut mir leid, aber in den Out hat uns halt einfach geflasht. Was? Das ist absolut mieses Black People Food, das kann man schon sagen. Okay, was nehmen wir? Was hast du da letztes Mal genommen? Wo nehmen wir einfach das da? Du machst eine Combo mit Pieces. Das ist wichtig, dass du nicht die Wings hast, sondern die Pieces. Okay. Kannst du noch sagen, du bist Thighs, Pies, Mais. Komm, mach du das. Du weißt, was du letztes Mal bestellt hast. Mach nicht zu viel. Alter, was für eine Schärfe gerade hast du genommen? Ja, ich habe einen Spicy, eins normal. Ich habe das gar nicht gesehen, sondern einen normal. Ich würde gerne Hälfte-Hälfte machen, damit ich normal habe, weil ich will nicht so flug. Ich will auch nicht so heftig spicy jetzt. Ja. Ich will einfach, dass es lecker ist wie das letzte Mal. Ja, ja. Ghost Pepper ist eigentlich böse scharf. Ich will eigentlich ohne Panade. Ohne Panade, ich will ganz classic einfach. Oder nee, mit Panade, aber nicht gedippt. Ja. Okay, wollen die uns fragen, ob wir bestellen wollen oder wie sieht's hier aus? Oh Mann, Alter, ich freu mich jetzt. Ich habe das letzte Mal in einen reingebissen, als wir das Thumbnail gemacht haben. Da muss ich sagen, hat mir das besser geschmeckt als KFC in Deutschland. Obwohl ich großer KFC-Fan bin. So, we want 3 thighs and 3 drumsticks. Okay, it's 3.89 for each piece. What? Yeah, okay. $4 per piece. Like that. Yeah. What about the, what is combo? Weil die einfach unfreundlich sind. Auf unser letzten Drink. Hawaiian Punch ist geil. Halt böse süß. Ladies and Gentlemen, Amerika will immer, dass wir gehen. Wir haben Popeyes. Coleslaw me up. I don't know what this is. Hey, es gibt eine Challenge bei Popeyes, gell? Will ich dir nur sagen. Mit diesen Biscuits. Irgendwie, dass die so übelst, die trocknen dir den Mund so heftig aus, dass du die nicht mal runterschlucken kannst. Deswegen habe ich diese 2 Biscuits genommen. Film up on that thing. Wow. Dann haben wir nochmal diese Biscuits. Die werden wir am Flughafen nehmen. Die essen nehmen wir dann mit. Nimm mal das Chicken runter, Bro. Was ist das hier? Fries. Boah, die sehen sogar crazy aus. Try it. Crazy, Bro. Die sind geil, schmecken einfach anders, aber sind geil. Ladies and Gentlemen, ich glaube, das hier könnte sehr, sehr geil schmecken. Man sieht, es ist über viel Panade. Cornflakes einfach. Es war die heftigste Körperverletzung seit langem. Aber juicy, geil, Popeyes, Baby. Chicken. Ah, Wings, Baby. Und irgendwie auch ein bisschen geiler als KFC. Ich weiß nicht, ob die besser sind, die sind einfach anders, weil wir das nicht haben. Safe. Besser? Findest du? Ja, schon, ja. Schwierig zu sagen. Aber ihr könnt es in den Kommentaren gerne ausmachen untereinander. Ich bin ehrlich gesagt sauer, dass du keine Soßen genommen hast. Ich bin schwarz-grau, ich esse es immer so. Und ich bin weiß, Bro, aber ich brauche scharfe Soße. Ich glaube schon, dass das besser ist als KFC. Ja, das könnte sein. Das ist auch Possibility. Das war sehr, sehr geil. How are you?
Bisschen traurig auch, ich bin ehrlich, so hätte man ein paar Mal öfter essen können irgendwie. Am meisten haben wir gegessen In-N-Out und am wenigsten haben wir gegessen Jollibees. Jollibees, versprochen, auf dem nächsten Trip nach L.A. Sind auch wirklich fette Stücke, Alter. Schau dich mal das an. Garde! That's a big thing, to be honest. Seht ihr den Tropfen auf der Hand? Ist gerade aus dem Fleisch gekommen. Ich sage euch ehrlich, ich bin kein Mensch, der Soßen zu seinem Chicken isst. Ich will, dass die Panade geil schmeckt mit dem Fleisch fertig. Keine Soße. Maximal eine Hot Sauce. Oh. Fast der Drumstick am geilsten zu essen. Wir sind aber gerade bei dem in Culver City. Ich sage ehrlich, die sind nicht freundlich. Auf gar keinen Fall. Hier würde ich nicht mehr herkommen. Wir waren bei einem in der Hood, da waren die richtig freundlich, oder? Oder normal einfach. Zumindest nicht unfreundlich. Ladies and Gentlemen, das Essen war sehr, sehr lecker. Ich gebe dem ganzen Ding keine Benotung, sondern für mich ist es einfach ein bisschen leckerer als KFC. Minimal lohnt sich der Besuch auf jeden Fall, wenn ihr in L.A. seid. Für alle, die schon Jollibees probiert haben, helft mir mal aus in den Kommentaren, ob das hier besser ist oder Jollibees. Wir sehen uns gleich im Auto. Garde. Versuch die mal so hinzustellen, dass sie da stehen kann. Okay. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu der Challenge. Diese Teile, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, schafft man nicht in 60 Sekunden runterzuschlucken. Komplett im Mund und so schnell essen, wie du kannst. Wer schneller runtergeschluckt hat, hat gewonnen. Garde. Bist du ready? Wer schneller runtergeschluckt hat. Eins. Alter, das ist riesig. Eins, zwei, drei. Hast du was Lust? Ich bin raus, sorry. Bei mir ging's schnell. Hast du zu schnell runtergeschluckt? Hab ich gewonnen jetzt? Ja. Ich hab taktischen Fehler begangen. Machst du einen? Ich hab zu früh runtergeschluckt. Ach so. Ist mir stecken geblieben. Ich dachte, ich sterbe. Was für eine unnötige. Oh. Mann, dem almost died, du kannst aber Popeyes Challenge. Auto ist abgegeben, Ladies and Gentlemen, es geht ab zum Flyhaufen. Also eigentlich könnt ihr mit dem Bus dann von hier wegfahren. But Randy don't f*** with the Champagne. Wir haben einen Uber bestellt, weil es so anstrengend ist, diesen Zeug da reinzumachen. Ich raus. Du bist raus. Ich sage euch ehrlich, ich liebe diese fetten Jeeps. Schaut mal diesen Brecher an. Gerein, das wäre mein Auto. Mit diesem Kennzeichen. Ja, Ladies and Gentlemen, es gibt auf jeden Fall keine Lounge hier am Flyhaufen. L.A., dieser Trip, 10 von 10, ich weiß gar nicht. Ihr werdet es in den Videos sehen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle Videos gesehen haben. Was sagt ihr? Schreibt es unten in die Kommentare zu der ganzen Reihe. Und wohin soll es als nächstes gehen? Antalya, Trabzonabe, Istanbul. Macht so Spaß, einfach wie so ein Türke, so türkische Worte aussprechen. Hast du noch ein Wort? Gaziantep. Number one. Der Mann hat sich direkt um uns gekümmert, nimmt uns mit. Herzlich willkommen am L.A. Flughafen. We arrived. Wir geben jetzt schon ab, das macht auf um 1:30. Thank you, sir. Oh yeah, no problem. You guys just walk up to one of the counters. Gehst du durch? Yeah, yeah. 26 or 27. You got both for them, right? Got it. Munich, Vienna. Jetzt wird's lustig mit Übergewicht beim Koffer. Can I ask you something? The flight is pretty empty, right? Is it possible to get like a full row somewhere? Yeah. Sweet. For both of us? If that's possible? This would be crazy. Wieso ist das so viel? Sag mir. Ach komm, hör auf, du. Ey, das ist so Schauspielerei bei dir. Es war noch 25 davor. Ja, also Bruder, du hast fast 30 Kilo. Du musst dich echt mal schämen, Bro. Und du hast schon wieder Glück, dass sie das einfach durchcheckt. Du bist der größte Glücksfilz der Welt. Ich sag's dir ehrlich, Mann, das ist unverschämt. Mach mal einen Glück drauf. Ich schwöre, dieser Koffer ist zu schwer. Ach komm. Schau, das kann nicht sein. 23. Ich finde wirklich, Lukas, das ist schon ein bisschen unverschämt auch.
gegenüber dreist, den ne? anderen. Das dreist, ja. Die Frau ist eine 10 von 10. Ja. 10 von 10. Die hat fast 30 Kilo bei dir durchgekriegt. Das wären so 400 Euro gewesen oder so. Oder wir fliegen jetzt, Alter. Wir schlafen einfach. Eine Reihe nur für uns. Wir haben beide boarding passes hier. Gate 1, 5, 6 and 5 o'clock is the border. Sweet, thanks. Can I get these through the security check? Yeah. Hey, I love America. Bye. Ich liebe sie. Diese Frau ist eine 10 von 10. Wenn ich jetzt in Amerika bleiben würde, ich würde mit ihr vielleicht heiraten. Ich kann aber auch noch ganz kurz erklären, warum wir vielleicht so viel Glück hatten jetzt. Wir sind 20 Minuten, also wir fliegen um 5:30 und es ist gerade 13.50 Uhr. Wir sind wirklich sehr, sehr früh am Flughafen. Wenn man spät kommt, braucht man sowas nicht erwarten. Die Frau war jetzt einfach nett, weil die noch nicht mit vielen Leuten zu tun hat. Wir sind wahrscheinlich die Ersten, die jetzt da aufgetaucht sind. Und trotzdem bist du dreist. Nein, Bruder, mein Koffer ist einfach so schwer. Ich glaube, es ist der Koffer. Ja. Der ist einfach schwerer als andere Koffer. Ich brauche einen neuen Koffer, der ist eh kaputt. Remova, if you see this video, please sponsor. Ja, schenk meine einen neuen Koffer zum Geburtstag. Schenk du mir einen, ich schenk dir einen. Okay. Garre. Wie viel machen wir aus? Wie viel davon ausgeben? 2000. So, meine Verehrten. Alle denken jetzt schon, die haben Schaden. Meine verehrten Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den ganzen Reihen, sowohl mit den Videos von Lukas, sowie mit den Videos von Randy. Danke an alle, die dabei waren, die uns auf dieser Reise unterstützt und begleitet haben. Und wir sehen uns als nächstes in Köln. Ihr dürft dreimal raten, wen wir wieder treffen werden. Mal vor da. Liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Bei uns beiden. Kuss. Too late. Ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst.